In diesem Video möchte ich mit dir anhand von realen Beispielen aus dem Ex-Rück-Coaching anschauen, was jene Nachrichten sind, die relativ sicher darauf hindeuten, dass dein oder deine Ex wieder in eine Beziehung mit dir möchte. Ich bin Lena, Beziehungscoach und Paarberaterin bei Szenario 2. Sehr oft passiert es bei mir im Coaching, dass Menschen mich anrufen und mir total fertig eine Nachricht vom Ex zeigen, weil sie nicht einordnen können. Und dann sage ich, ja super, schau, das geht eigentlich eh genau in die richtige Richtung. Und wenn du möchtest, dass es mit dir und deinem oder deiner Ex auch wieder so schnell wie möglich in die richtige Richtung von der Beziehung geht, dann abonniere noch schnell den Kanal hier, dann entgehen dir keine Tipps und Strategien fürs Ex-Zurückgewinnen mehr. Tatsächlich kann es passieren, dass dein oder deine Ex es dir sehr direkt mitteilt, dass er oder sie dich zurückhaben möchte. So ist es auch einer Klientin von mir passiert. Aber dann ist was passiert, womit sie praktisch nicht gerechnet hätte. Und zwar hat ihr Mann Schluss gemacht, weil keine Gefühle mehr da waren. Sie wollte aber, dass die Beziehung weitergeht, aber ihr Mann konnte nicht glauben, dass man es schaffen kann, Gefühle wieder auszulösen. Und deswegen hat sie dann die Ex-Zurück-Strategie von Szenario 2 angewendet. Dann ist ein bisschen Zeit vergangen und dann hat sie plötzlich die Nachricht vom Ex bekommen. Nämlich, Entschuldigung, hat er ihr geschrieben, dafür, dass er sie so verletzt hat. Und dann hat er auch dazu geschrieben, dass er zur Vernunft gekommen ist, dass er erkannt hat, was er an ihr hat. Und er hat sie wirklich dann gebeten, ihm zu verzeihen. Und er wird sie gern besuchen kommen und hofft, dass sie dann das gemeinsam richten können. Und er hat auch da hineingeschrieben, dass sie zurückschreiben soll und dass sie ihm sagen soll, ob es diese Chance für ihn überhaupt geben würde. Und da ist ein bekanntes psychologisches Prinzip aufgetreten. Bisher war es immer so, dass sie gehofft hat, dass er ihr noch eine Chance gibt, aber sie hat nie überlegt, ob sie ihm überhaupt noch mal eine Chance geben möchte. Auch wenn das jetzt ein bisschen eigenartig klingt, aber die Frau, die war richtig verzweifelt, als sie mich angerufen hat, wegen dieser Nachricht vom Ex. Und sie hat mich gefragt, was sie da wirklich machen soll. Ob das überhaupt ernst gemeint ist. Eigentlich hätte sie ja nur Ja zurückschreiben müssen und es wäre glücklich in die Beziehung wahrscheinlich gegangen. Sie müsste einfach nur mehr Ja sagen und der Mann hätte sich gefreut und die Beziehung hätte in die Aufbauphase gehen können. Aber für sie selbst war das dann plötzlich ein irrsinniger Prozess, mal rauszufinden für sich, ob sie jetzt wirklich bereit ist, dem Ex noch eine Chance zu geben, wenn er sie plötzlich zurück möchte. Also, so schnell kann es gehen, dass sich der Spieß quasi umdreht. Sei also gewappnet, dass es sein kann, dass der Ex dir eben was schreibt, womit du absolut nicht gerechnet hast. Und kenn auch deine Bedingungen und kenn den Wert, der nötig ist, dass du wieder Ja sagen würdest zu jemandem, zu einer Beziehung. Vielleicht ist es bei dir auch so, dass du hoffst, dass der Ex dir noch eine Chance gibt. Aber wie gilt das tatsächlich auch umgekehrt? Wenn der Ex dich von heute auf morgen plötzlich zurück möchte, überleg dir also, wie wäre das dann für dich? Was würdest du sagen können und welche Bedingungen hättest du? Willst du ihn wirklich so zurück, wie es gerade ist? In den allermeisten Fällen ist es aber nicht so, dass der Ex so direkt schreibt, sondern es ist so mehr so eine Graustufe. Also wo der Ex nicht so direkt schreibt, dass die Gefühle noch da sind, aber wo man irgendwie andersrum spürt, dass da noch Gefühle sind. Also gerade bei den Gefühlen sagen die wenigsten, was sie wirklich fühlen. Die meisten machen da so Umschreibungen drumherum. Wir haben ja in der deutschen Sprache auch diesen Ausdruck, wo man Gefühle zugeben muss. Und ganz ehrlich jetzt so unter uns, zugeben tut man ja eigentlich nur Straftaten, oder? Wenn man irgendwas angestellt hat. Und deswegen spricht man dann Gefühle wahrscheinlich oft nicht so direkt an, sondern findet all diese Umschreibungen. Es könnte dann sowas sein, dass bei dir so eine Nachricht ankommt vom Ex, sowas wie, hey, ich finde, wir sollten uns mal wieder treffen, es ist immer so lustig mit dir. Oder ein anderes Beispiel aus dem Coaching. Da wollte die Klientin von mir den Ex zurückhaben und sie war in der Zeit vom Zurückerobern aber relativ oft Party machen und hatte auch so sexy Kleider an und hat dann auch Fotos auf Social Media gepostet davon. Der Ex hat das gesehen und hat dann darunter kommentiert,
Hey du, das ist mir eigentlich gar nicht so recht, dass du so alleine angezogen durch die Straßen läufst, also weil sie eben so eng bekleidet war. Und er hat dann so in der Art dazu geschrieben, ich werde jetzt kommen und dich beschützen, dass dir auf der Straße nichts passiert. Da könnte man jetzt sagen, okay, das ist ein bisschen ein besitzergreifendes Denken. Man könnte aber auch sagen, hey cool, der meldet sich wieder, der hat einen Beschützerinstinkt auf die Art. Und es war auch tatsächlich seine Art zu sagen, ich passe nach wie vor auf dich auf, ich möchte wieder in eine Beziehung mit dir kommen. Generell kann man also sagen, gerade jene Nachrichten, die aus dem Nichts kommen und die am Anfang oft ein bisschen sich komisch anfühlen, sind dann die, die vielleicht darauf hindeuten, dass der Ex eigentlich wieder in eine Beziehung mit dir möchte. Das sind auch jene, die man am Anfang gar nicht so richtig einordnen kann. Vielleicht so wie die reumütige Nachricht vom Ex, von der Klientin, vom Beginn vom Video oder auch dieses fast schon besitzergreifende, beschützende, was sich eigentlich sehr komisch angefühlt hat. Das war auch schon aus dieser Ecke kommen. Oder auch Nachrichten, wo der Ex sich selber schlecht macht. Zum Beispiel sowas wie, ich habe dich sitzen gelassen, ich habe dich gar nicht verdient. Da testet der Ex, ob du da dann wohlwollend reagieren würdest, wie du so damit umgehst. Das sind auch die Nachrichten, die eben dann darauf hindeuten können, dass der Ex wieder zurück zu dir möchte. An dieser Stelle aber noch ein ganz wichtiges und kleines Achtung. Nimm nicht nur eine einzige Nachricht her, außer sie ist sehr explizit, aber acht bitte unbedingt auf die Gesamtheit von eurem Ex-Zurück-Prozess, von eurem Verlauf, bis diese eine Nachricht gekommen ist. Und krieg mal klar für dich, wie ist die Kommunikation verlaufen, wie hat die Annäherung ausgesehen und was lässt sich dann aus dieser Nachricht schließen. Und natürlich, wenn du jetzt die Szenario 2 Ex-Zurück-Strategie verfolgst und da auch wirklich gut dran bist, sendest du natürlich genau jene Signale aus, die die Wahrscheinlichkeit einfach wirklich erhöhen, dass sich der Spieß plötzlich umdrehen kann und du auf der Seite von der Gejagten sozusagen bist. Also sei darauf vorbereitet, wenn der Ex von sich aus schreibt, dass er dich zurückhaben möchte. Und überleg dir in dem Fall auch, ob du überhaupt dem Ex jetzt die Chance geben würdest. Und wenn du dir nicht sicher bist in deiner Situation, ob die Nachrichten vom Ex jetzt schon darauf hindeuten, dass es in Richtung Beziehung geht oder dass er die Trennung ein bisschen bereut, dann schau dir hier neben mir Stefans Video an. Darin erklärt er dir jene 7 Anzeichen, ob die Trennung in deinem Fall nur vorübergehend ist oder nicht. Und dann sage ich Tschüss, Baba und bis bald.